Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Fraggle Dreams Farewell Ruins of the Moon. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen belesen bezüglich unseres Inventars. Also wir haben nur eine begrenzte nur begrenztes Inventar. Ich wollte doch gar nicht speichern. Wir haben nur begrenztes Inventar. Unsere Waffen können auch kaputt gehen. Was ich ein bisschen doof finde. Und wir können Objekte hier in den Koffer ablegen. Das können wir allerdings nur machen am Feuer. Kaputte Waffen können wir hier wegwerfen. Und ja, ansonsten habe ich nicht groß drin gelesen, weil leider halt auch so ein Handbuch immer einen Spoiler enthält. Deswegen lese ich die eigentlich selten. Aber das waren jetzt Sachen, die ich auch wissen wollte. Aber da stand jetzt nicht drin. Ich glaube, man sieht auch nicht, wie kaputt die sind. Ich sehe zumindest jetzt so nichts groß Auffälliges. Müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt auch die Musik und die Sounds ein bisschen leiser gemacht, weil ich in der Aufnahme gemerkt habe, Geister, dass es irgendwie ein bisschen übersteuert war. Aha, gleich drei Stück. Es ist mit den roten Augen, finde ich, total gruselig. Wow, one hit. Und da drüben sind noch welche. Ach du Scheiße. Ah, war da eben einer hinter mir? Das finde ich gar nicht nett. Also die mit den roten Augen. Ah! Ach, oh, ich habe einen Stufenabstieg. Cool. Ah, geh her. Na, 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 na. Geh weg, geh weg, geh weg. Stirb. Wobei das irgendwie blöd ist, zu einem Geist zu sagen, er soll sterben. Ich bin ja schon tot. Komm her, du. Was wollte ich jetzt sagen? Da waren doch noch zwei. Hallo? Oh, ist ja fast denn reingelaufen. Ah! Dreh dich doch um! Dreh dich um! Dreh dich um! Dreh dich um! Ah! Ah, Mann! Das ist doch voll unfair. Komm her. Oh. Meine. Ah! Erschreckt mich nicht so. Das ist voll unfair. Irgendwas wollte ich sagen. Ja. Jetzt wisst ihr ja alle, was ich sagen wollte. Der Sound und die Musik waren ein bisschen übersteuert. Ich habe die jetzt mal leiser gemacht. Vielleicht hilft es was. Das ist ein rätselhaftes Objekt. Rätselhafte Objekte. Du wirst auf viele Gegenstände stoßen, die du im Dunkeln nicht erkennen kannst. Nur wenn du sie über ein Feuer hältst, kannst du sie untersuchen. Ja, toll. Ich hatte da auch mal eine Rezension drüber gelesen, haben wo das Spiel getestet haben. Die haben da halt das negativ bewertet, dass man so Sachen nur am Feuer angucken kann, die Erinnerung und sowas. Das ist schon eine Erinnerung. Oh. Das ist das jetzt in meinem Inventar drin? Nein. Ob das noch größer wird, fände ich ja schön, wenn wir da ein bisschen mehr Platz kriegen. Wenn ich überlege, so eine Waffe nimmt ja schon zwei weg.
Aber ich traue mich jetzt irgendwie noch nicht, den Stock rauszulegen, weil ich weiß nicht, ob ich den wieder rausnehmen kann aus dem Koffer. Ich hätte die Anleitung vielleicht auch ein bisschen genauer lesen sollen. Hehehe. Okay, wir sind jetzt Stufe 2. Wow, wir haben schon die Hälfte zur nächsten Stufe. Wir machen jetzt 2 mehr Schaden und haben 20 mehr Gesundheit. Das ist doch mal was. Speichern wir das mal. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir hier. Wie immer zur Sicherheit, falls die Aufnahme nicht funktioniert, dass ich dann vom letzten Speicherpunkt aus nochmal spielen kann. Apropos Aufnahme, ich gucke gerade mal, ob mein Outer City läuft. Ja, es läuft wunderbar und da für uns eine kleine Priorität. Und jetzt. Hoch, ich habe ein bisschen die Wiimote zu heftig geschüttelt und jetzt dachte PC, ich will Infos von ihr. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich bin hier. Ich denke mal, ich muss die Treppe hoch. Ja, das mit den Geistern finde ich jetzt gar nicht so witzig. Ich höre wieder Geister. War, geht doch. War, ha, geht, geht. Ah, Mann, das mit der Steuerung, das ist gerade total. Irgendwie hat er jetzt gerade wieder meine Wiimote verloren und. War! Verdammt! Komm jetzt her! Oh. Ich schrie an halbem Herz, Kaspar. Vor allem, wenn dann der Ding auch noch meine Wiimote verliert. Spawnen die immer wieder? Sollen näher hingehen? Boah. Ist ja schon wieder einer. Er könnte scheinbar gut XP farmen. Die. Ach du meine Güte. Moment, ich muss gerade mal. Ja. Es sah gerade so aus, als hätte ich einen Zuckanfall, aber. Eingang des Bahnhofzentrums. Ach was. Ja, toll. Wo soll ich jetzt hin? Kann ich darunter? Aber das ist ja, glaube ich, auch bloß da, wo ich jetzt herkomme. Kann ich da an der Seite entlang? Nein, kann ich nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich brauche einen Schlüssel für das da hinten. Das da oben ist auch abgeschlossen. Hier komme ich nicht weiter, weil da ist runtergebrochen. Also entweder war das gerade ein kurzes Beben oder das Ding hat es nur so ein bisschen rumgebackt, weil ich die Treppen runtergelaufen bin. Das hört auf, mich so zu gruseln, Leute. Ich finde das gar nicht lustig. Da ducken kann ich. Kann ich mich da durchducken? Nein, wird mir ja im Prinzip gar nichts bringen, weil von da komme ich. Ach, da ist. Ich soll auf die Damentoilette. Okay. Gehen wir auf die Damentoilette. Ist ja keiner da. Wieder keine Spiegel. Wieder gehen. Was ist das? Ach du Scheiße, was ist das denn? Kann ich das hauen? Ach du Schande.
Gott, habe ich mich eben erschreckt. Fand ich jetzt gar nicht lustig. Oh Mann. Ach du Schande. Ich. Ach du Schande. Also meine Freundin sagt auch, das Spiel sei groß und ich dachte, das übertreibt, weil die großen sich sowieso sehr viel, aber hallo? Und ich hatte geplant, ein Horrorspiel für die Wii zu machen. Das könnt ihr sowas von vergessen. Aber ich denke mir mal, ich muss da erst ein bisschen. Aha. Geh weg, geh weg, geh weg. Wie nah darf ich denn da dran? Geh doch da nicht so nah hin. Bist du das Wahnsinns, fette Beute? Oh Mann, wie viel Schaden, ey. Mach das dann lieber so. Weil da geht mir beim letzten Dings geht er mir immer dran. Ach du Schande. Geh weg. Boah. Ich gehe jetzt erstmal raus und mich heilen. Ich hoffe, das respawnt nicht wieder. Ach, du meine Güte. Ja, ich finde, ich bräuchte mehr ein paar Flammen, um mich wieder zu beruhigen. Ach, du Schande. Bitte sei nicht wieder da, bitte sei nicht wieder da, bitte sei nicht wieder da. Scheint nicht zu respawnen. Wenigstens etwas. Ist hier denn irgendwas? Ist jetzt in irgendeiner Form gelohnt? Wartungskammer. Da. Und was? Da. Nandaro. Kore, hyottoshite. Kagi, desu ne. Watashi no bunseki de wa, kaisatsu no shutter no kagi de aru kanousei ga 75% desu. Das ist mehr als null. Ja, kore de shutter o akeru koto ga dekiru nda ne. いえ、あ、その、75% ですから、25% は、その、開かない可能性もありますし。大丈夫だよ、きっと。だって、75% の方が数字が大きいでしょ？セトス・ムホフス・オプティミスト。確かに、数字が大きいですね。大丈夫かもしれません。はい。75% の確率で。うん、きっと大丈夫。は、はい、大丈夫です。Irgendwoher kenne ich aber die Synchronsprecherin von Seto. Ich muss mal googeln. Ich meine, ich hätte ja auch schon in etlichen Animes gehört. さあ、改札まで戻りましょう。Du hast deinen Gitterschlüssel erhalten. Öffne das Drehkreuzgitter. Ich muss sagen, diese Toiletten, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Nennt man die Pissoirs? Ich weiß gar nicht, auch bei den Damen. Finde ich ja sehr interessant, auch wenn ich mir nicht vorstellen könnte, mal sowas zu benutzen. Wenn ich ehrlich bin.